Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Harmonie-Mission im Xenoblade Chronicles X. Und diese ist einfach traumhaft mit Irina. Sie ist auch das einzige Pflichtmitglied und es geht nachher ins Noctilum. Und ja, Level 22 ist ganz okay, ist ein bisschen stärker als manche davor, aber nicht das Wahre, was man so als Herausforderung sieht. Aber fangen wir da einfach mal mit. Fangen wir damit nicht an, weil ich muss jemanden rauswerfen. Lin oder Elmar? Tja, welcher ist ein niedrigeres Level? Den nehme ich mit. Boah, warum ist ein Lin höheres Level als Elmar? Werfe ich mal Lin raus. Elmar ist sogar ein niedrigeres Level als ich. Das da wusste ich jetzt gar nicht. Habe ich nie drauf geachtet. Okay, egal. Dann legen wir da mal mit los. Mal ohne Elmar ist auch mal was anderes. Oh, look, the Fun Police. Here to arrest me, Fun Police? Save it, murderess. Look, if these lunks want to fight, it's their call. But goading them on is tacky. Goading? Who's goading? I just mentioned that I take the strongest one along on the next mission. Charming. Hey, more charming than you, at least. Though you seem to be doing all right today. Especially considering the intriguing new friend you have there. Was mache ich jetzt? Oh, komm, das macht richtig Stress, glaube ich. Flattery will get you everywhere. I like you. What say you dump Miss Sunshine here and come with me? Hands off, Harpy. We're a team. Oh, fine. I'll join your team. Are you happy now? What? Oh, don't make that face, Irina. You know I love you. Sure, we were born into two very different worlds, but in the end, we grew up in the same one. We can at least pretend to be nice, no? Easy for you to say. You shot me in the back in our last mission. What can I say? It seemed like I could get two birds with one stone. You're terrible. Terribly glad to be teammates again, right? Ja, na, muss ich wohl mit abfinden. Ist jetzt das neue Team. Team Murderous Irina ist Scheißname, aber passt. How did I know you could say that? Listen, this is a dangerous woman we're talking about here. How is anyone supposed to trust somebody who calls herself murderous? Sure, she's all smiles and sunshine now, but you won't believe what she's capable of. Didn't mommy teach you to keep your mouth shut if you didn't have anything nice to say? I didn't have a mother, murderess, and you know it. Ugh, so serious. Anyway, let's hope it doesn't affect the mission. We should get going. We're on resource gathering duty. Fueling humanity's tomorrow today, am I right? Typical curator garbage, boring as hell, but it's a paycheck. Fine. One mission with the little rich girl. Then we're done. Ja, dann machen wir mal die eine random Mission. Du hast einen neuen Auftrag erhalten, von einer Kanten mit ihren Namen genommen. Ja. Madres, die Mörderin. Ja, was kann da schon schief gehen? Gar nichts. Untersuche die Trümmer des weißen Warts am unteren Flüsterstrom im Noctilum. Den Sprachfehler eingebaut. Murderous, die Mörderin. Oha, Aero Wiper. Krieg ich hier als neues mögliches Teammitglied nach der Mission. Wahrscheinlich sogar. Okay, da sind auch neue Frontenauf-Einnahmen eingetroffen. Aber ich steig mal jetzt hier direkt mal in mein Skell ein und teleportiere mich dann ins Noctilum natürlich. Geht schneller. Und was schneller geht, ist mir lieb. Okay, dann einfach zu Knotenpunkt 204, der ist wieder mal direkt um die Ecke. Ah, ist gut, wenn man alle Knotenpunkte entdeckt hat. Ehrlich gesagt, so gut wie alle. Ein paar konnte ich noch nicht, weil die erst ab Level 5 Mechanik verfügbar sind, aber... Aber ja, das wird auch noch kommen.
So, wo geht's denn hin? Ach, da. Das ist ja. Trümmer des Weißen Wals. Don't move. Are you kidding me? Boah, so schnell ging das. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte schon so, wir machen jetzt noch 2, 3 Monster-Kills. Dann kann man sich mal hintergehen, aber direkt zum Start, das ist ja mal geil. So observant. What gave it away? I knew you were a sharp one. See, I'm allergic to sharing. So I'm afraid the reward for this job is mine. I can't believe you're doing this. Hey, I could have shot you in the back. I mean, again. Who are they? I told you I plan to use the winners of that fight on my next job. We were the job? This is low, murderous, even for you. Whatever it takes to make my dream come to fruition, sister. You're still chasing that? Hell yes. Now, since we're all acquainted, you have a choice to make. Give up your claim to the reward money, or we break your knees. Ja, wir kämpfen natürlich. Wir geben der blöden Schlampe doch nicht meine Prämien. Well, I knew I should have shot you in the back. You probably should have. Because we're gonna make this hurt. Right. So, hey, you guys handle this, all right? I'm headed back. Make sure you grab the stuff when you're done. Yes, ma'am! Ach, und jetzt verpisst die sich auch noch. You just signed your death warrant. Frag mich, woher diese ganzen Kriminellen, die einfach alle gegenseitig sich umbringen, überhaupt in NLA noch leben dürfen und können. Wenn die Irina das letzte Mal in den Rücken geschossen hat, dass sie nicht irgendwie verbannt wird oder den Blade-Titel aberkannt bekommt, aber dass sie einfach weitermachen kann. Das ist schon unverantwortlich, finde ich. Da sollte mal ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Ja, aber die Sieger des kleinen Straßenkampfes sind schon alles ziemliche Lappen. Das zeigt schon, wie stark ihre Auffassungsgabe ist und ihr Talent. Bin eine gute Crew-Zusammenstellung. Auch gewonnen. Wasn't sure we had that one. I'd love to find the murderess and rearrange her face, but we'd better get back and report this. Haben wir ja doch ziemlich schnell erledigt, dann gehen wir direkt mal zurück zum Blade Tower. Da wird dann wahrscheinlich nochmal abgerechnet. Ah ne, beim Blade Sammelpunkt müssen wir uns treffen. Macht ja auch mehr Sinn, war ja eine Blade Sammelpunkt Mission, die Irina oder Madras angenommen haben. Und jetzt holen wir uns bei Eleonora oder wer dafür zuständig ist für die Verwaltung mal unsere Prämie ab. Und konfrontieren. Ah, wir müssen echt mit Eleonora sprechen. Boah, ich kenne mich in dieser Welt schon aus. Das ist unglaublich. Welcome back. I'm so relieved you completed that resource collection assignment. Huh? Sorry, what? You were working with the murderess on a mission, right? Kind of. Well, she just came by and picked up the reward without delivering the goods. She said you'd bring them by. Gave her word on it. I told her that was against regulations, but you know how she is. Anyway, I've been sweating bullets, worried that you might not show. Ah, hat die ganz schön über den Tisch gezogen. Zum Glück sind wir so nett. Nothing. She got us good this time. Us and those idiots she recruited.
Next time, let's do a real mission, all right? One with standards. One that has nothing to do with that little princess. Oh, das ist aber eine richtig angefressen. Oh, wir haben Eonenmotor bekommen. Oh, right. She left a message with it too. I bet. She just can't resist rubbing my face in it. It's not for you, Irina. It's for your friend. Stop by anytime. I'm always game for another adventure. Then she asked me to wink, but I don't think so. You just got yourself the world's worst fan. Ich bin eine richtig kranke Stalkerin. Yo, ab in mein Team. Schwerkraft Sug und Siebenfalt. Metzelt ihre Gene-Gegner gradenlos. Jetzt schon wieder nicht reden. Madrus metzelt ihre Gegner gnadenlos nieder, bevor sie sich wehren können. Ihr Kampfstil kommt dem einer Aero-Viper am nächsten. Ja, Aero-Viper Plus ist auch die Klasse, macht Sinn. Ja, Geldgier, Brutalität steht an der Tagesordnung bei ihr. Wahre Motive sind im Verborgenen. Gewöhnlicher Aufenthaltsort, Verwaltungsbezirk. Also wie kurz da gerade unten links stand, Ionenmotor war nämlich eine Fragezeichen-Quest, die ich irgendwann mal angenommen habe. Ich hatte keine Ahnung, wo ich den bekomme. Ja, jetzt weiß ich es. Ich muss Harmonie-Missionen machen, damit ich solche Missionen auch mal abschließen kann. Gut, damit wir das auch erledigt. Ah, Iranium habe ich bekommen. Kann ich jetzt feierlich die Nopon AG auch aufs höchste Level hieven. Ta-ta-ta-ta, Firmenlevelaufstieg. Alle weiteren Produkte werden aufgerüstet. Jetzt fehlt mir nur noch diese Firma. Ja, muss ich irgendwie rausfinden, wie ich die bekomme. Ich habe wirklich keinen Plan, wie das geht. Oder woher ich die bekomme. Aber das werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie erfahren. In Bälde, hoffentlich. Okay. Überleg gerade, kann man noch eben was machen. Weil das ging ja jetzt doch recht schnell. Die Harmonie-Mission hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber jetzt vielleicht nochmal angucken, was so noch so gibt an Missionen. Zum Beispiel die hier, das ist auch, ich glaube, das war die Mission mit L. L's Innovation. Hm, ich glaube, es ginge sogar. Ah, ich glaube, wir holen noch eben. Und natürlich eben noch Elmer wieder zu, oder nee, Lin zurück ins Team. Wichtig. Aber L's Innovation ist natürlich auch keine schlechte Quest, die man als nächstes machen könnte. Könnte ich mir überlegen. Ah, ich glaube, die mache ich sogar als nächstes. Habe ich wenigstens den ganzen L-Strang wahrscheinlich durch. Vielleicht macht der ja dann eine Waffenfabrik auf. Seine Spezies kenne ich ja eh noch nicht so gut. Okay. Hm, wo ist Lin denn? Ach ja, in der Küche meistens, oder? Jetzt gerade nicht. Mann. Mal schauen, da die nicht, die auch nicht, das auch nicht. Emma ist meistens hier zu finden. Und Lin ist hier oft zu finden. Das ist die Küche. Na. Egal. Dann soll es halt nicht so sein. Aber trotzdem hoffe ich, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Und dass ihr wieder nächstes Mal reinschaut, wenn es weitergeht mit der nächsten Harmonie-Mission. Und vielleicht als Innovation, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Aber es wird wahrscheinlich wieder aufregend, so wie diese Episode mit der unglaublich charmanten Mörderin. Bis dahin, haut rein!